Ich habe eine Menge Dinge getan. Manche Leute kennen mich als jemanden, der versucht hat, ins All zu fliegen, andere kennen mich als Techniker. Andere Leute kennen mich als Gesundheitsmensch. Also ich meine, was am Ende der Punkt ist, an dem sie wissen, dass sie Fähigkeiten mitbringen, aber dann werden die Ziele, die sie mit diesen Fähigkeiten erreichen möchten, sehr unterschiedlich sein. Ja, das ist in Ordnung. Und wie sind Sie dorthin gekommen? Jetzt sind Sie ein Tech-Investor und vor allem ein Tech-Unternehmer. Oder definieren Sie sich selbst als Tech-Unternehmer? Nein, nein. Meine Eltern waren also beide Wissenschaftler. Meine Mutter war Mathematikerin. Und mein Vater war Physiker. Ich fühlte mich also vollkommen wohl in der Wissenschaft, aber ich dachte auch nicht, dass ich der Beste sein würde, weil sie wirklich gut waren. So wurde ich am Ende Reporter und Faktenprüfer für das Forbes-Magazin, richtiges Schreiben über das Geschäft. Und ich habe das meiner Meinung nach beste Training von allen bekommen, nämlich Fragen zu stellen. Und dann der Antwort skeptisch zuzuhören und herauszufinden, was wahr ist. Und ironischerweise, wenn Sie wollen, dass ich fortfahre. Und heutzutage mit ChatGPT und generativer KI stellt sich heraus, oh mein Gott, wir wissen nicht, wie wir diesen Kindern das Schreiben beibringen sollen, weil sie betrügen werden. Aber die Realität ist, du musst sie nicht betrügen. Sie müssen ihnen das Schreiben nicht beibringen. Sie müssen ihnen beibringen, wie man gute Fragen stellt. Und dann, ist diese Antwort wahr oder? Letztendlich ist diese Fähigkeit also wahrscheinlich die beste Fähigkeit, ein Mensch zu sein. Und zuerst habe ich es 5 Jahre lang an der Wall Street angewendet. Ich war Wertpapieranalyst, dann habe ich es angewendet. Vor ziemlich genau 25 Jahren, mit meiner Konferenz und meinem Newsletter über die Computerbranche, die ebenfalls 1989 stattfanden, fing ich an, Russland zu besuchen. Das war ein sehr interessanter Ort, um Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, weil es völlig anders war als der Rest der Welt. Und ich habe viel mehr über die Vereinigten Staaten gelernt als über Russland, weil ich in Russland war, weil ich es von außen betrachtet habe. Dann hörte ich auf und wurde irgendwie. In gewisser Weise war ich 1982 in den Ruhestand getreten. Weil ich hatte mein eigenes Geschäft vom Eigentümer gekauft und als Chef tat ich im Grunde das, was ich liebte, nämlich Leuten Fragen über die Computerindustrie zu stellen und Antworten zu bekommen. Und dann bin ich 2007 sozusagen offiziell in den Ruhestand getreten und wurde ein Tech-Investor. Am Ende verbrachte ich eine 6-monatige Ausbildung als Kosmonaut in Star City außerhalb von Moskau. Ich habe darüber gelesen. Kannst du ein bisschen darüber reden? Wie sieht diese Ausbildung aus und wie? Wie bist du dahin gekommen? Nun, das war, ich war auch Investor in ein paar Raumfahrtunternehmen. Eines davon war Space Adventures, das im Grunde ein Reisebüro für Roskosmos war. Wenn Sie zur NASA oder zur Europäischen Weltraumorganisation gingen und sagten, ich würde gerne ins All gehen, würden Sie sagen, ja, Sie können für 12 Jahre in den Militärzug einsteigen und dann, wenn Sie Glück haben, vielleicht. Und die Russen würden sagen, das ist unmöglich. Bill, wie viel Geld denkst du? Also damals 20 Millionen, jetzt sind es eher 60 Millionen. Du könntest damit ins Weltall fliegen. Durch Russland als Zivilist, durch diese Firma, Space Adventures. Natürlich hatte ich die 20 Millionen nicht. Aber sie sagten, warum trainierst du nicht als Backup? Und danach, 2 Jahre lang, weißt du, nur investieren, aber ohne Zentrale. Sex. Ich dachte, ja, das sollte ich tun. Also nahm ich mir 6 Monate frei, verbrachte sie in Star City in Moskau, und wie gesagt, ich kannte Russland schon ziemlich gut und ich kann Russisch sprechen. Aber was ich nie wirklich erforscht hatte, war die Sowjetunion, weil als ich 89/90 dorthin ging, ging es gerade zu Ende, aber Star City war immer noch eine Einrichtung der Regierung. Das war 2008, 2009. Und es war wirklich interessant. Das Essen war schrecklich. Die Leute von der NASA waren sehr nett. Ich war Kunde von Roskosmos. Aber die eigentlichen NASA-Arbeiter kommen sie und essen sie mit uns zu Abend. Du bist ein anderer Amerikaner, der dich gerne kennenlernen würde und ich habe etwas über Weltrauminstallationen und Weltraummedizin gelernt. Ging in eine Zentrifuge.
Es war nur. Und gleichzeitig hatten wir keine Karten, weil der Russe sagte, das sei ein Sicherheitsrisiko. Also konnte ich meine Klassenzimmer nicht finden und es war sehr interessant. Hast du keine Angst, in den Weltraum zu gehen? Ich würde es gerne tun. Sie sind neugierig? Ja, nicht wenige Leute tun es. Und mein Vater war. In dieser Welt, wodurch mein Interesse an Russland überhaupt geweckt wurde. Mein langfristiges Ziel ist es, mich auf dem Mars zur Ruhe zu setzen, aber nicht sehr bald. Weißt du, in 40 bis 50 Jahren, wenn es soweit ist. Okay, Sie haben also von STEM erfahren. Fragen zu stellen, ein Journalist zu sein, der darüber schreibt. Sich in Konferenzen mit anderen unterhalten und so lernt man. Immer in den nächsten technologischen Bereich. Ratschlag, nehmen Sie niemals einen Job an, für den Sie qualifiziert sind. Das ist gut. Der Weg zu lernen ist, einfach rauszugehen und es zu tun. Und normalerweise Menschen um dich herum, du kannst von ihnen lernen. Sie wollen dir helfen, sie wollen, dass du es besser machst. Und wenn du Französisch lernen willst, geh nach Paris. Nicht. Sitzen Sie nicht in Ihrem Zimmer und... Also ich habe mit 13 angefangen. Ich überredete meine Eltern, mich für ein Jahr in London bei Freunden meines Vaters wohnen zu lassen. Und dann, als ich 17 war, brach ich das College ab und ging mit meinem Freund, der beim Peace Corps war, für 2 Monate nach Marokko. Und wissen Sie, ob es sich um ein Land oder eine Branche handelt? Nur um nach dem Weltraumtraining auf die Sequenz zurückzukommen. Ich fing an, in Gesundheit und Gesundheitswesen zu investieren, bis das Internet interessierte sich immer mehr dafür. Frivole Dinge wie Shampoos für Hunde und ich weiß nicht was. Und wenn Sie anfangen, sich mit dem Gesundheitswesen zu befassen. Die offensichtliche Frage, die Sie sich stellen müssen, lautet, warum geben wir so viel Geld aus, um Menschen zu reparieren, vor allem in den USA, anstatt sie überhaupt gesund zu halten? Das wurde für mich zur zentralen Frage. Und es stellt sich heraus, dass es kein Problem mit dem Gesundheitssystem ist, es ist ein Problem mit dem Bildungssystem, mit der Art und Weise, wie wir Kinder erziehen, damit, wie wir Mütter während der Schwangerschaft behandeln. Besonders in den Vereinigten Staaten bekommen die armen Leute die Wirtschaft nicht genug Hilfe, um Kinder großzuziehen. Effektiv habe ich also ein 10-Jahres-Projekt namens Wellville gestartet, was nun Ende 2024 enden soll. Daran arbeiten 5 kleine US-Gemeinden. Wie kann man ihnen helfen? Bauen sie diese Institutionen für sich und die. Wir haben viel gelernt, aber die ultimative Antwort ist, dass die Regierung mehr gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen muss. In den Vereinigten Staaten unter. Sie wissen schon, schaffen Sie diese soziale Gefüge. Das ist es, was die Leute wirklich mehr brauchen als. Ja. Große Unternehmen, solche Sachen. Ich habe gesehen, dass Sie auch auf LinkedIn einen Online-Kurs zu diesem Thema gemacht haben und deshalb werden wir darauf verlinken. Sie haben also Ihre Karriere beendet. Die nächste Frage konnte ich in der Live-Session nicht so gut formulieren. Hier also in aller Kürze. Wenn Sie auf Ihre Reise zurückblicken, gibt es etwas, was Sie gerne anders gemacht hätten? Nicht wirklich. Ich meine, ich fühle mich sehr wohl mit dem Zufall und dem Vorwärtsgehen, aber nicht, weißt du, vorwärtsgehen, nicht auf einen Punkt zu gehen. Denn solange du dich vorwärts bewegst, nimmst du unterwegs etwas mit. Mein ursprünglicher Job, wissen Sie, als ich wahrscheinlich 19 oder 20 Jahre alt war. Wenn Sie mich gefragt hätten, welchen Job Sie wollen, ich hätte gerne Chef des Moskauer Büros der New York Times werden wollen. Oh, wie toll. Aber ich bereue es nicht, das nicht getan zu haben. Es war eher ein Beispiel als ein, oh, ich muss das tun. Und genauso möchte ich auf dem Mars sterben. Aber, wissen Sie, es ist nicht. Es wird kein Fehlschlag sein, wenn ich auf der Erde sterbe. Es ist nur ein interessanter Punkt, der weit genug entfernt ist, dass man sich ihm nicht auf einem Weg nähern kann.
Okay, also bin ich in Moskau gelandet. Ich bin nicht als Reinheit der New York Times gelandet. Aber im Moment gibt es viele Möglichkeiten und die Zukunft ist offen. Was denken Sie? Was lernen Sie auf der nächsten Stufe oder für die nächste Stufe? Wenn wir das Wellville-Projekt abgeschlossen haben, helfen wir den Gemeinden, ihre eigenen Institutionen aufzubauen. Wir haben sie nicht für sie gebaut. Also, wenn wir gehen, weißt du, ihnen geht es gut. Sie haben, was sie aufgebaut haben, und sie sind Freunde. Was die meisten von uns so wollen, ist Wille 6 bis 7 Personen, wahrscheinlich die Hälfte von uns. Werden weitermachen und öffentliche Anwälte werden, Bücher schreiben, Reden halten. Unser CEO wird mehr mit dem Gesundheitswesen sprechen. Ich werde wahrscheinlich mehr mit den Politikern und den Nachrichtensendungen sprechen. Versuche das zu erklären. Ausgaben. Investitionen in Menschen sind in der Tat Investitionen. Es sind keine Ausgaben. Sie schaffen Werte, die sie nicht einfach tun. Eines unserer Mottos lautet also, mieten Sie nicht Ihre Gesundheit. Investieren Sie darin. Ja. Gut. Und so ein Public Advocate werden. Ich habe ein Buch geschrieben, also weißt du, jetzt schreibe ich ein paar mehr. Okay, und das ist Ihr nächster Karriereweg, wieder Autor zu werden. Ihr Sprecher, ich meine den. Gegenwärtig. Ja, es geht diesem Redner nicht darum, das Buch zu schreiben. Es geht darum, das öffentliche Denken zu verändern. Und ich hoffe, dass der Weg, das zu tun, darin besteht, Bücher und Artikel zu schreiben und Interviews auf Zoom und Google Meet zu führen. Wieder Journalist sein. Oh ja, in gewissem Sinne eher ein, weißt du, weniger ein Reporter. Ich meine, in gewissem Sinne, ja, ein Reporter über 10 Jahre Arbeit in 5 Gemeinden in den USA und über das, was wir gelernt und die Fragen, die wir gestellt haben. Cool. Ich bin wirklich neugierig darauf, darüber zu lesen, weil ich die Idee mag, einige Best Practices und kleine Communities zu machen und zu schauen, wie sie ihnen helfen können. Ich muss sie nicht fragen, was sie noch lernen wollen, um sich in die Zukunft zu engagieren. Du erschaffst immer die Zukunft. Ist das Ihr Lebensmotto? Zukunft selbst gestalten? Nun, nein, ich meine, das eigentliche Modell macht immer neue Fehler, okay? Experimentieren Sie weiter. Lerne, mach nicht dasselbe noch einmal. Also ich würde dieses Weltraumtraining nicht noch einmal machen, aber ich würde es auf jeden Fall machen. Mach es einmal. Okay. Kommen wir also zu dem Punkt, wen wir ansprechen wollen. Im Moment gibt es viele Karrieremöglichkeiten. Im Moment gibt es viel zu tun. Gerade wenn wir uns die Klimakrise und all die anderen Krisen ansehen, gibt es wirklich viel zu tun. Und einige Leute, ChatGPT, sie haben es genannt. Was raten Sie Frauen, die nicht im MINT-Bereich arbeiten? Im Moment, aber wer will vielleicht auch noch Teil der Zukunft sein? Also werde ich Sie dort ankommen? Das Erste ist, wieder Fragen zu stellen, wissen Sie, weil Sie ein Außenseiter sind. Sie sehen die Dinge breiter. Sie sehen sie aus der Sicht von jemandem, der nicht in STEM ist. Das Erste, was Sie also tun können, ist, diesen MINT-Leuten zu helfen, zu verstehen. Um Leuten wie Ihnen besser zu erklären, was los ist. Machen Sie es verständlicher. Was sind die Dinge, die für eine breitere Bevölkerung als die MINT-Menschen von Bedeutung sind? Und zu verstehen, dass sie eine neue Perspektive mitbringen. Wenn sie in der Nähe waren, wissen sie, dass sie alt genug sind, um keine Angst zu haben, wenn sie das erste Mal gefeuert werden. Es ist wirklich beängstigend. Und danach ist alles okay. Ich wurde gefeuert. Ich überlebte. Ich muss nicht. Je älter man also ist, desto mehr hat man überlebt, desto mehr hat man für sich selbst getan. Je mehr Recht haben Sie, Fragen zu stellen, denn Sie haben viel gesehen. Okay, ich bin nicht dumm. Erklären Sie mir das. Ich muss es meinen Freunden erklären und dann weißt du, dass du auch einen Sinn für Perspektive hast. Dass erstaunliche Dinge passieren auf der Welt. Schreckliche Dinge. Gute Dinge. Und doch so oder so.
Das Leben geht weiter und die Frage ist, wie wir das besser machen können. Nicht wie man alles repariert, sondern wie man es repariert. Es gibt einen Teil davon, den du besser reparieren kannst als jeder andere. Es gibt andere Dinge zu sein, habe ich. Nichts mit der Umwelt zu tun. Ich versuche, meinen Müll wegzuwerfen und so weiter, aber ich konzentriere mich mehr darauf. Menschlich. Menschliche Gesundheit. Menschlich. Intellektuelle Entwicklung. Okay. Und? Tut mir leid, aber nicht, weil es mir egal ist. Das liegt daran, dass jeder am besten für ein oder zwei Dinge oder fünf Dinge geeignet ist, die niemand tun muss. Jeder sollte seinen Teil beitragen und sich dann Partner suchen. Verzeihung. Wie Sie die künstliche Intelligenz erwähnt haben und sehen Sie dort eine neue Revolution, ist sie vergleichbar mit dem Smartphone-Bereich in Bezug auf Disruption oder wie sehen Sie das? So dass es. Ja, ich meine, es ist nicht so schlau, wie die Leute denken. Aber es ist extrem groß angelegt, so dass es sehr langweilige Marketingbotschaften in großem Umfang schreiben kann, und es kann sie an Einzelpersonen schreiben, nicht nur an. An Gruppen oder Arten von Menschen, also. Es ist extrem mächtig, und das macht es zu beidem. Sehr nützlich und auch sehr gefährlich, weil du gibst diese Art von Macht an. Nicht nur für gute Leute, die Geschäfte machen, sondern auch für schlechte Leute, die versuchen, die Politik zu stören und die Leute davon zu überzeugen. Sich irren und Geld an die falschen Leute senden. Und zu einem gewissen Grad. Eines der ersten Dinge, die wir tun müssen, und das ist etwas, bei dem, wie sollen wir sagen, Frauen in einem bestimmten Alter sehr hilfreich sein könnten, um herauszufinden, wie wir dies regulieren wollen. Und um ehrlich zu sein, denke ich, dass es zu schnell geht, als dass die Regierung es regulieren könnte. Ich denke, was wir tun müssen, ist die Haftung zu begründen für den Gebrauch davon. Und besonders für die großen Unternehmen, die es sind. Sind die Grundlage von all dem diese großen Unternehmen mit riesigen Datentrainingsformen und dann werden sie Unternehmen sein, die das tun. Verkaufsförderungsbriefe werden Unternehmen sein, die Schulungsmaterialien erstellen. Sie werden es sein. Alle möglichen Dinge und Menschen, die Schaden anrichten. Sie müssen für diesen Schaden haftbar gemacht werden, im Gegensatz zu dem, was Facebook und TikTok und die anderen jetzt besonders Teenagern antun. In Europa wird die Diskussion um künstliche Intelligenz sehr intensiv geführt, dass sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, dass die Maschinen besser sind als die Menschen und einige Jobs und vielleicht die meisten. Zumindest keine Wissensjobs. Und wie siehst du das, diese Deckung, diese Maschinen und Menschen? Wie was? Was raten Sie einer Frau? Wie ich oder andere, wie können Sie damit umgehen? Die Dinge sind gut, Fragen ohne Wissen beantworten. Sie sind nicht gut darin, neue Fragen zu stellen. Sie verstehen nicht, wie diese Dinge funktionieren. Sie können einfach wiederholen, was die Leute gesagt haben. Denn dort lernen sie von Dingen, die bereits aufgeschrieben werden. Und ich meine nach meiner eigenen Erfahrung, als ich es war. In der High School und im College. Die Ausbildung, die ich erhielt, fand ich sehr langweilig und ich war kein sehr guter Schüler, weil es einfach nur das Wiederholen von Dingen war, die die Leute bereits gesagt hatten. Wissen Sie, lesen Sie das Buch und schreiben Sie einen Aufsatz. Einmal wurde ich Reporter. Und ich stellte Fragen und fand neue Dinge heraus. Es wurde sehr interessant. Es wäre toll, wenn die Leute 4 Tage die Woche arbeiten könnten. Unterstützt von sehr leistungsstarken Maschinen, aber was die Maschinen tun, ist Ware. Es ist keine Kunst und es ist nicht kreativ. Es ist. Sie konstruieren Dinge. Ja, sie setzen Dinge zusammen, die es bereits gibt, aber sie setzen sie nicht wirklich auf neue Weise zusammen. Sonntag. Weißt du, denke ich,
Es wird große Veränderungen geben, genauso wie es mit der Ankunft von Maschinen große Veränderungen in der Landwirtschaft oder im Bauwesen geben wird. In der Wissensarbeit wird es Veränderungen geben. Aber ich denke, dass ja, die Bohrarbeit wird von Maschinen übernommen. Die kreative Arbeit wird nicht und für das, was es wert ist, ich denke, wir haben einen großen Bedarf. Für echtere Lehrer. Nicht, um Kindern Geschichtsbücher vorzulesen, sondern um Kindern beim Denken und Denken zu helfen. Kinderbetreuer und gerecht. Leute, die dafür bezahlt werden, für andere Menschen menschlich zu sein, jetzt könnte man argumentieren, dass sie das einfach in ihrem Dorf tun sollten, aber angesichts der Realität des Lebens jetzt, dafür müssen sie bezahlt werden. In einer viel mehr, wenn sie die Transaktionsgesellschaft mögen. Aber ich will nicht, dass Computer mein Kind großziehen. Ich möchte, dass Menschen das tun, und ich möchte, dass mein Kind ein Mensch ist. Dies wäre also auch eine gute Möglichkeit für Erwachsene, etwas über Technik zu lernen, indem sie sie lehren, lernen, sie zu lehren. Das ist der beste Weg, um jetzt ein bisschen zu lernen. Ich wollte mehr darüber erfahren, was genau bei ChatGPT vor sich geht, also habe ich mich für einen TED-Talk angemeldet. So wie am Montag, weil mich das dazu zwang. Um herauszufinden, was es ist, sollte ich es wissen. Und so habe ich eigentlich ironischerweise die Form von 6 Fragen an mich selbst. Okay. Wir können es also auch mit diesem Kurs verknüpfen, weil es wahrscheinlich ist. 6 oder 8 Minuten. Aber ja, es sollte in 3 Tagen fertig sein. Richtig. Also letzte Frage, was empfehlen Sie mir? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Was empfehlen Sie Frau 4-5 Plus, um Teil der Zukunft zu sein? Ich nehme an, Sie sagen, stellen Sie Fragen. Ja, stellen Sie Fragen und dann wissen Sie, finden Sie diejenigen, die Sie am meisten interessieren. Und mach einfach weiter. Ich meine noch einmal, Kopf nach vorne, Kopf nicht zu diesem Punkt. Aber es gibt eine Menge Veränderungen in der Welt für Sie als Frau, 50 oder mehr. Sie haben viel Perspektive und Weisheit. Und ehrlich gesagt, das ist es, was die Welt gerade jetzt mehr braucht als einen Haufen Algorithmen. Das sind perfekte, berühmte letzte Worte. Ich möchte mich ganz herzlich für dieses Interview bedanken, Esther. Es war wirklich eine Ehre für mich. Und ich werde die Aufnahme jetzt stoppen. Danke und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Und ja, es war gut, weil ich auch viel gelernt habe. Also danke für die Fragen. Dankeschön. Danke.